Einen wunderschönen guten Morgen. 1. Dezember. 1. Dezember bedeutet im iPhone-Blog 24 Tage im Dezember. Eine klitzekleine Videoserie, die ich vor vielen, vielen Jahrzehnten mal begonnen habe und immer noch fortführe. Mich verpflichtet fühle, sie fortzuführen. Sehr gerne mache. Es ist allerdings immer sehr viel Arbeit, diese 24 Zubehörprodukte zu organisieren und dann dazu was halbwegs Intelligentes und Cleveres und Kompaktes zu sagen. Aber ich beschwere mich nicht, ich mache die wirklich gerne, diese kleinen Videos, weil auch das Zubehör Spaß macht. Das kann Zubehör sein fürs iPhone, fürs iPad, für die Apple Watch oder auch für den Mac. Irgendwas Nettes zum Anfassen, irgendwas Kleines. Irgendwas, was eure Aufmerksamkeit wert ist. Und an Tag 1, an diesem 1. Dezember, geht es um die Hoverbar Duo. Das ist dieses kleine Büp-Gerät, dieser Stand, in den man ein iPhone oder ein iPad einklemmen kann. Und dann auf Augenhöhe am Schreibtisch oder wo man auch immer ist, platziert. Das kann dann zu einer FaceTime-Maschine werden. Also wenn man es ganz ausfährt, dann kann das mit so einem großen iPad oder mit so einem kleinen iPhone eure Videochat-Lösung sein an einem Schreibtisch. Die lässt sich ziemlich klein zusammenfalten. Das ist ein großer Pluspunkt meines Erachtens, weil vielleicht hat man einen mobilen Arbeitsplatz, vielleicht hat man einen temporären Arbeitsplatz, vielleicht hat man irgendwo ein Standing Desk, wo man das einfach mit hinnehmen möchte. Ich wechsle das tatsächlich gerne zwischen mehreren Schreibtischen und ich packe es auch gerne mal in die Tasche, um das mit nach Hause zu nehmen, um irgendwelche FaceTime-Gespräche mit der Familie zu führen. Sowas auf Augenhöhe zu haben, ist ein erheblicher Vorteil. Um das allerdings stabil auf Augenhöhe anschauen oder benutzen zu können, ist es relativ schwer. Dieser Fuß ist relativ schwer. Darauf muss man sich einstellen. Der ist jetzt nicht unbedingt leicht. Der lässt sich allerdings abnehmen. Man kann dort eine Klemme ranschrauben. Die kommt auch mit. Und dann klemmt die sich so an Tischplatten. Oder die klemmt sich an irgendein Gestänge, das man beispielsweise in der Küche hat. Wenn man Unterhaltung in der Küche mag. Und wenn man das dann irgendwo, wenn man da irgendwann Platz gefunden hat, dann nimmt man einfach so ein iPad und dann klemmt man das so mit einer Hand hier rein. Und dann hält das. Und das Schöne ist, das wirklich Schöne ist, dass sich das dann drehen lässt. Das heißt, man ist nicht auf die Hochkantposition festgelegt, sondern es ist auch quer zu benutzen. Das macht bei einem iPad Sinn, das macht aber auch natürlich bei einem iPhone Sinn. Also ein iPhone, das setzt man auch einfach, setzt man einfach mit zwei Händen hier ein. Und dann kann man das drehen und benutzen, wie man lustig ist. Ich habe das gerne mal in Verwendung, wenn ich viel Papierzeug habe am Schreibtisch, das gescannt werden möchte, dann muss ich das iPhone nicht halten und das Papier darunter durchziehen, sondern ich kann einfach das ausklappen und dann scannt das iPhone das Papier, was drunter liegt und ich muss nur den Auslöser betätigen. Beziehungsweise bei manchen Apps, da muss man einfach nur das Papier durchziehen, also es ist relativ einfach. Viele Anwendungsfälle für diesen kleinen Schwanenhals, der sehr stabil gebaut ist. So eine kleine Ablage für den Pencil sogar mitliefert. Und sich einfach bei mir in der Benutzung hält. Entgegen diesen ganzen preiswerteren Lösungen, diesen preiswerteren Stands, kauft man dann hier vielleicht nur einmal, weil das ist schon recht robust und Qualität und macht halt Spaß in der Benutzung. Quietscht nicht. Halt solche Sachen, die sind entscheidend. Das ist von 12,000 die Hoverbar Duo. Und meine Empfehlung für den 1. Dezember. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen am 2. Dezember genau an dieser Stelle wieder.